Hi, heute geht es um das Thema Guide Tones und wie ihr damit eine Begleitung über einen Blues in A spielen könnt. Guide Tones sind Töne, die den Sound eines Akkordes definieren. In der Regel sind die Guide Tones die Terz und die Septime von einem Akkord. Und zwar ist es so, wenn ihr jetzt einen Akkord habt, könnt ihr anhand der Terz sagen, ob es ein Dur- oder ein Moll-Akkord ist. Und ihr könnt, wenn ihr jetzt beispielsweise einen Dur-Akkord habt, mit einer Septime könnt ihr sagen, bei einer kleinen Septime ist es ein Dominant-Sept-Akkord, bei einer großen Septime hättet ihr einen Major-7-Akkord. Darüber hinaus könnt ihr noch mit den Guide-Tones sehen, wie sich Akkorde bewegen. Also wenn ihr jetzt einen Akkordwechsel habt, könnt ihr genau sehen, wie diese Bewegung von dem Akkordwechsel, was da genau passiert. Das bezeichnet man in der Harmonielehre auch als Voice Leading. In dieser Stunde soll es darum gehen, dass wir diese Guide-Tones anwenden wollen, um eine Begleitung über einen Standard-Blues in A zu spielen. An Voraussetzungen braucht ihr im Prinzip nicht viel. Ihr solltet jetzt keine totalen Anfänger sein. Ich meine, ihr könntet das auch spielen, diese Beispiele als Anfänger. Ihr müsstet nur, um jetzt genauer zu verstehen, was da auch harmonisch passiert, solltet ihr schon Grundverständnisse haben über Intervalle. Also ihr solltet wissen, was Intervalle sind oder das heißt, was eine Terz und eine Septime sind. Und ihr solltet grundsätzlich ein bisschen über den Aufbau von Akkorden Bescheid wissen. Nochmal kurz in eigener Sache. Wenn ihr neu seid auf meinem Kanal, würde ich mich freuen, wenn ihr meinen Kanal abonniert. Und wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn ihr mir einen Daumen nach oben gebt. Kommen wir mal zu den Guide-Tones auf der Gitarre. Der Blues, über den wir das spielen wollen, ist ein Blues in A mit Quick Change. Das heißt, ihr habt einen Takt A7, einen Takt D7, zwei Takte A7 und dann geht es ganz normal weiter mit zwei Takten D7, zwei Takten A7 und dann jeweils einen Takt E7, D7, A7 und E7. Und wir wollen uns jetzt für jeden Akkord nur die Terz und die Septime raussuchen. Was ihr dafür machen könnt, kennt ja vielleicht dieses Voicing, diesen 13er-Akkord. Da habt ihr bei diesem Akkord, habt ihr hier den Grundton, da die kleine Septime, die große Terz und da die Sechste oder was dann auch als 13 fungiert. Wenn ihr jetzt beispielsweise einen Bass in eurer Band habt, könnt ihr sagen, gut, ich schmeiße den Grundton erstmal raus. Und wenn ihr vielleicht noch einen Pianisten in der Band habt, könnt ihr auch sagen, ich schmeiße die Sechste raus. Und dann seid ihr tatsächlich nur noch, habt ihr noch diese zwei Töne, die kleine Septime auf der D-Seite und die große Terz auf der G-Seite. Und damit könnt ihr schon den Sound von diesem A7-Akkord darstellen. Wenn wir jetzt zum D7-Akkord gehen, schieben wir das Ganze nur ein. Achso, nochmal kurz zu diesen Voicings. Das Gute ist an diesen Voicings, dass die Terzen und die Septime, wenn die in der Mitte sind, dass ihr dann noch die Möglichkeiten habt, einen Ton, also falls ihr das dann möchtet, auf der tiefen Seite zu spielen und auf der hohen Seite auch noch einen Ton hinzuzugeben. Deswegen sind die hier in diesem Register tatsächlich ganz praktisch, diese Töne. Also wenn wir jetzt zum D7 wollen, dann schieben wir das Ganze einfach einen Bund runter. Das heißt, ich habe dann oder dieses Voicing, von dem das kommt, wäre dieses D7 Voicing, da habt ihr hier den Grundton, die große Terz und die kleine Septime. Das ist so ein sogenanntes 137 Voicing, da habe ich auch mal ein Video drüber gemacht, das verlinke ich euch hier nochmal, dann könnt ihr euch das nochmal angucken. Und bei dem ist es jetzt so, wenn ich den Grundton rausnehme, dann habe ich auf der D-Seite die große Terz und auf der G-Seite die kleine Septime. Und nochmal wie sich dieser Wechsel von dem einen Akkord zum nächsten verhält. Bei dem ist es ja so, bei A7, dass auf der D-Seite ist die Septime und auf der G-Seite die Terz. Wenn ich jetzt zum D gehe, wechselt das. Das heißt, bei D ist dann auf der D-Seite die Terz und die Septime ist auf der G-Seite. Das heißt, die beiden haben sich dann vertauscht. Und der letzte Akkord, den ihr noch braucht, wäre das E7. Dafür verschiebt ihr das Ganze einfach nochmal zwei Bünde hoch. Da habt ihr hier, das wäre dann dieses Voicing. Also im Prinzip das gleiche wie D7. Nur, dass er das Ganze verschiebt. Und da hättet ihr dann hier den Grundton, große Terz, kleine Septime. Oder wenn ihr nur die 1, 3, 7 spielen wollt, die 3 und die 7 spielen wollt, da hättet ihr hier auf der D-Seite die große Terz und auf der G-Seite die kleine Septime.
Viel mehr braucht ihr auch nicht bei diesen Guide-Tones. Und damit könnt ihr dann im Prinzip schon eine Begleitung über den Blues spielen. Ich spiele euch das mal vor. 1, 2, 3, 4. Ich habe jetzt den Rhythmus ein bisschen anders genommen, als ich ihn euch aufgeschrieben habe. Aber wenn ihr euch diese Lektion anguckt, dann habt ihr bestimmt auch schon ein bestimmtes Vokabular an rhythmischen Phrasen meinetwegen eingeübt. Und die könnt ihr dann tatsächlich dafür wunderbar benutzen. Ihr könnt auch erstmal nur in ganzen Noten das anschlagen, um einfach erstmal zu gucken, wo diese Guide-Tones dann liegen. Ihr habt damit viele Möglichkeiten weiterzumachen. Also ich würde erstmal versuchen, das in die Finger zu kriegen. Und dann könnt ihr, dass ihr erstmal seht, wo die Terzen und die Septimen liegen. Also macht das in verschiedenen Tonarten, über bestimmte Blues-Schemen, damit ihr wirklich erstmal die Terzen und die Septimen in die Finger bekommt. Und wie gesagt, wenn ihr noch einen zusätzlichen Ton dazu haben wollt, könnt ihr hier zum Beispiel auf der E-Seite, können wir zum Beispiel jetzt den Grundton noch nehmen. Und ich könnte jetzt zum Beispiel auf der H-Seite noch die Quinte spielen hier. Da habe ich dieses bekannte Voicing. Oder ich könnte auch die 13 spielen. Oder die B13. Oder ich könnte hier vielleicht auch noch eine Kreuz 11 dazu nehmen. Und so könnt ihr wirklich verschiedene Voicings erstellen. Geht natürlich auch mit dem D7-Akkord. Also da habt ihr wirklich ganz viele Möglichkeiten, wie das dann noch weitergehen könnte. Wie ihr an dem Beispiel gesehen habt, könnt ihr anhand der Guide-Tones hören, wie die Bewegung der Akkorde tatsächlich ist. In den Blues hatten wir das, ohne dass wir die Grundtöne gespielt haben. Also wir haben wirklich nur die Terz und die Septime gespielt. Und man könnte da schon hören, wann der Akkordwechsel tatsächlich passiert. Nur mit diesen zwei Tönen, die wir aus dem Akkord rausgenommen haben. Was ihr damit jetzt üben solltet, ihr solltet erstmal gucken, dass ihr den Blues, wie ich euch den gegeben habe, dass ihr den erstmal so spielt, dass ihr die Guide-Tones in die Finger bekommt. Dann würde ich erstmal gucken, dass ihr euch vielleicht ein anderes Rhythmusschema nehmt. Also, dass ihr euch einen bestimmten Rhythmus aussucht, meinetwegen den Charleston-Rhythmus. Und dann versucht damit, die Begleitung über diesen Blues mit diesen Guide-Tones zu spielen. Eine andere Variante wäre dann noch, die Guide-Tones auf anderen Positionen vom Hals zu üben, den Blues in eine andere Tonart zu übertragen. Und ihr könntet dann später auch noch gucken, ob ihr zu diesen Guide-Tones noch andere Töne tatsächlich hinzufügt, also sprich Basstöne oder noch einen höheren Ton, beispielsweise wie eine Quinte, eine Sechste, eine Quarte, um einfach so noch mal ein bisschen mehr Töne in den Akkord reinzubekommen. Wo ihr diese Guide-Tones noch für verwenden könnt, ist beim Solieren. Das heißt, ihr könnt beim Solieren immer gezielt diese Guide-Tones ansteuern, auch sehr wichtig beim Akkordwechsel, damit ihr hört, ohne dass eine Begleitung unter dem Solo ist, wann der Akkordwechsel stattfindet. Und das könnt ihr wunderbar mit diesen Guide-Tones tatsächlich üben. Ihr könnt auch versuchen, nur ein Solo zu spielen, indem ihr nur die Terzen und die Septimen von dem Akkord spielt. Das ist eine ganz gute Übung, weil ihr dadurch wirklich lernt, wo diese Terzen und die Septimen auf dem Griffbrett sind. Und wenn ihr mit dem Blues fertig seid, könnt ihr das Konzept natürlich auch auf andere Sachen anwenden, also sprich Jazz-Blues oder Jazz-Standards eignen sich da immer wunderbar. Gut, das soll es auch schon gewesen sein für heute. Mein Name ist Markus Ohlen und ihr seid auf dem Kanal der Gitarrenbass Online-Schule.